Wie viele Mahlzeiten isst du am Tag? Oder im Durchschnitt eine. Ich esse einmal am Tag. Mehr brauche ich nicht. Einmal am Tag. Manchmal esse ich jeden zweiten Tag einmal. Manchmal, wenn ich keine Zeit habe zum Essen. Kommt auch vor, dass ich nicht so viel Zeit habe und dann einfach nicht esse, weil es viel zu viel Zeit verbraucht. Oh, verdammte Scheiße. Warte. Eduard. Was ist denn los? Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir suchen zwei Flüchtende, die mit diesem Wagen hier reingefahren sind in uns. Mit meinem Wagen? Nein, nein, mit dem Wagen hier hinten. Also, wo sind die reingefahren? Wo sind die in den Laden rein? Ja, anscheinend da ist aber keiner drin. Haben sie sich in Luft aufgelöst, wa? Ja, aber schöne Helme da. Dankeschön. Ist das eine Optik oder hat das auch einen Sinn und Zweck? Der Helm schützt tatsächlich. Echt? Vor wie viel Schüssen denn, wenn ich fragen darf? Was waren das? Zwei? Zwei, drei, ja. Drei Schüsse und beim vierten seid ihr hinüber? Ja, wenn es zu einem vierten Schuss kommt, auf jeden Fall. Oh, dann glaube ich, ist mit euch kein gutes Kirchenessen, wie ich mitbekommen habe. Ja, wir greifen ja auch nicht immer ein, ne? Also nur bei Sondereinsätzen, oder wie? Genau, genau. Ich verstehe. Braucht ihr noch einen Mitstreiter? Einen Mitstreiter? So ein Helm, das hört sich ja sehr lukrativ an. Ich denke, wir kommen auf Sie zu. Auf mich zu? Ich glaube, ich bekomme da ja nichts mehr. Ich glaube, wir kommen auf Sie zu. Echt? Wann denn? So, haben Sie ein Telefon bei sich? Also schau mal, ne, ich hab keins, ich kauf mir mal eins. Wer seid ihr denn? Also zu welcher Wir sind die GSG 9. Achso, Geheimdienst oder was? Ja, Grenzschutzgruppe 9. Ah, ich verstehe. So, dann bekommen Sie was von mir. Ich kann einmal das Telefon aufmachen, beziehungsweise in die Hand nehmen. Was ist das denn für ein Scheiß? Meinen Sie denn? Was ist das denn für ein Handy, Mann? Was ist das denn für eine Sekundenanzahl? Eine Sekundenanzahl. Was ist das für ein Scheiß? Explodiert das? Was haben Sie denn für das Handy gezahlt? 1000. Also ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Es gibt anscheinend im Laden hier, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Besitzer sprechen, ein Pusher-Handy und ein normales Handy. Was ist denn das Pusher-Handy? Das Pusher-Handy ist bei uns bekannt als Bitcoin-Mining, wo man Bitcoins eigentlich mit Hackaufgaben ergattern kann, sage ich mal, und somit beim Schwarzmarkt einkauft. Echt? Tatsächlich ja. Wir suchen immer noch die Quelle. Ach so, ich verstehe. Ach du Scheiße, das ist doch voll schwer. Das ist tatsächlich schwer, ja. Das ist zu schwer, Mann. Wie soll man das denn hinbekommen? Ist das legal? Grundsätzlich ist der Besitz eines Pusher-Handys legal. Die Aufgaben zu erledigen ist relativ illegal. Aber gut, dann möchten wir sie auch nicht länger stören. Okay, warte. Du brauchst ja meine Nummer, oder nicht? Warte kurz. Ich hab mein Handy. Ist du das? Vito, bist du das? Genau. Aber warte, ich hoffe, den Anruf von Ihnen. Herr Samuel Jackson. Okay, dann hören wir uns. Okay, alles klar. Schönen Abend wünsche ich. Ihnen auch. Alter, ich will diese Helme haben, Lan. Vier Kopfschüsse vertragen, Lan. Das ist ja voll OP. Ey, das hatte man auch noch nie, einen Helm mit vier Kopfschüssen. Ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass ich jemals so einen Helm getragen habe. So, ich muss kurz checken, aber die Zahlen ändern sich halt durchgehend. Hallo, hallo. Mann, ey, verpiss dich mit deiner Lizenz. Sohn, ja, was willst du, ja? Sieg dir geht. Hallo. Aufmachen, bitte. Ach man, Jungs, verpisst euch doch, ja. Ich grüße Ron und Mahmed. Deine Mutter, grüße dich auch. Ich dachte, ich hätte hier meine Ruhe. Ich will das machen irgendwo. Cäsium 56 brauche ich. Das ist hier. Und wie muss ich das machen? Was geht denn jetzt ab? Ach, die grüne Neune. Oh ne, diese Scheiße. Oh fuck. Ein Bitcoin habe ich bekommen. Wo ist dieser Markt für Bitcoins? Interessen habe ich auch eine Frage. Wisst ihr vielleicht, dieser Bitcoin-Markt, wo man die einlösen kann? Nicht, dass ich damit was zu tun hätte, ich frage halt nur so. Ich glaube, das hat irgendwas mit Mark Zuckerberg zu tun. Bei Facebook. Der boxte da ab und zu mal immer Sachen. Wie? Was hat er mit Facebook? Gibt es da eine App oder was? Müssen Sie mal schauen, in der Stadt mal nachfragen. Ansonsten können Sie sich auch bei Facebook irgendwelche Gegenstände, Fahrzeuge kaufen. Wo ist denn hier. Wie mag. Ach so. Haben Sie ein Navigationsgerät? Ja, okay, ich hab's gecheckt. Danke Ihnen, ja. Nicht, dass ich da hinfahren würde, ich wollte nur wissen. Ja, gut, wir machen gleich eine Routine-Runde. Ich hoffe, wir sehen Sie nicht. Okay, alles gut. Ja.
Doch in mein Arschloch. Dann wollen wir mal schauen, was wir für die Bitcoins bekommen. So, hier sind wir. Hier müsste es sein. Hey, hier ist doch gar nichts. Oder was soll ich hier machen? Hier ist doch nichts. Verdammte Scheiße, Alter. War die Fahrt jetzt umsonst oder was? Hey, du kleiner Hurensohn, ja. Mein Gott, ey. Steigen Sie ein. Hinterher. Darf ich schießen, Herr Officer? Lieber nicht. Wir übernehmen das gerne für Sie. Okay, übernehmen Sie mal. Aber wenn Sie ihn nicht bekommen, bin ich traurig, ja? Oh ne, ihr habt ihn verloren. Ah, da vorne ist er. Herr Officer, zeig mir, was ihr drauf habt. Ah, man macht Kolben, ja. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Habt ihr eine Pistole oder habt ihr auch... Ah, oh, okay, verstehe, verstehe. Das ist wohl Endfahrt jetzt. Herr Officer, machst du das Ding jetzt mal oder was ist da los? Habt ihr es? Ich danke ihm, Mann. Ich habe eine Frage. Das mit Facebook und so, so interessenhalber. Wo genau soll das denn jetzt sein? In diesem Gebäude befindet sich der Schwarzmarkt. Dann sollten Sie den wirklich bewachen, würde ich mal sagen. Ja, das ist schwierig, den zu finden. Okay, Herr Officer, dann gehe ich mal jetzt an die Arbeit. Also, ich hab Frühschicht, dann noch einen schönen Tag. Nö, was soll ich mit Apex halt, also für das scheiß Game. Counter-Strike für Arme. Apex hat eh hier nur gespielt wegen Produktplatzierung, Bro, damals. Die haben alle Apex nur damals wegen Geld gespielt, die Scheiße. Das war irgendwie voll das Much-Game. Habe ich mal 2 Sekunden angeguckt und dachte mir, wer spielt wieder so eine Scheiße freiwillig? Nicht alle, aber 99,999%. Der Schwarzmarkt, wo ist der? Sag mal am Labern, Apex wild. Ja, aber alles gut, ist ja meine Meinung, ne? Meine Meinung. Ich fand das Spiel jetzt nicht so nice. Ich habe es nur ein, zwei Mal so gesehen, aber... Wenn du es feierst, dann zock es. Du solltest dich von meiner Meinung nicht beeinflussen lassen. Mach das, was dir Spaß macht. Aber wo ist überhaupt jetzt der scheiß Schwarzmarkt, Mann? Hier ist ja gar nichts. Ah, hier ist was. Bitcoins. Oh, was? Na, sick, der Lan, was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Also, 81 Bitcoins für eine Pistole. Ja, mein Schwarz könnte lutschen, Mann. Soll ich hier 10 Jahre lang Bitcoins sammeln, oder was? Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Schlagring für 16 Bitcoins. Viel zu teuer. Lohnt sich nicht. Oh, ich habe einen Anruf. Hallo, mein Bester. Hallo? Was ist denn hier für eine Unverschämtheit? Hallo? Ja, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Bester. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ja, Herr Jackson. Würden Sie gerne tatsächlich zu einem Gespräch einladen? Das freut mich ja sehr. Wo müsste ich mich denn hinbegeben? Natürlich noch besteht bei Ihnen. Natürlich, natürlich. Wir würden uns tatsächlich treffen beim Observatorium. Okay, alles klar. Ich bin in 5 Minuten da. Bis gleich. Ciao, ciao. Ich dachte, du wolltest aufhören zu rauchen. Ja, will ich auch. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt vorsichtig fahren. Ich werde wie ein Profi fahren. 1A. Ich werde mich jetzt richtig konzentrieren. Guck mal jetzt. Kein Unfall, bis ich ankomme. Also ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen Unfall machen, aber... Nur kleine. Das Auto wird nicht geschrottet bis dahin. Seht ihr, wenn ich will, dann kann ich fahren. Aber das ist nicht kaputt. Alter, jetzt bin ich aus. Komm, das Auto schafft es. Abkürzung. Oh, verdammte Scheiße. Ne, alles gut. Ich bin da! Melde mich zum Diensten! Grüßt euch, die Herren! Wunderschönen guten Abend. Piloten brauchen wir tatsächlich nicht, ne? Nee, ich wollte nur einen guten Eindruck erwecken, dass ich hier im Auto gut bin und so eine fabelhafte Landung auch bewerkstelligen kann. Sehr schön. Herr Jackson. Ja? Ja, so ein erstes Gespräch, ne? Man muss sich ja kennenlernen. Mhm. Dann würde ich gerne mal von Ihnen wissen, warum sind Sie der Richtige, um bei der GSG 9 beizutreten? Ich war lange Zeit der Leibwächter des Präsidenten, habe für ihn viele Aufträge erfüllt und ich denke, ich bin der Richtige dafür. Okay. Schießen können Sie wahrscheinlich, nehme ich an. Ich hoffe es doch. Wie viele Liegestütze können Sie machen? Ich schaffe 30 Liegestütze. 30 Stück? 30. Können Sie uns davon eine Kostprobe geben? Klar doch. Sonst können Sie auch mit Sit-Ups anfangen. Hopp! Hoppaläschen! 3. Ach, kurz eingeschlafen. 5.
So, da kommen schon die ersten Krämpfe, ne? Nee. 7, ich bin ein bisschen gerade gelangweilt. 8, reicht das schon, oder? Ja, ich denke, das reicht. 9, nicht, dass ich jetzt nicht einschlafe. Auf keinen Fall. Okay. Wir müssen wissen, wir unterscheiden uns ein bisschen von der Polizei. Wir treten hauptsächlich bei Geiselnahmen, Bankräuben oder bei Razzien auf. Mhm. Die normalen Polizisten rufen uns aber ab und an mal, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie überfordert sind. Wenn die Hosen voll haben? Ja, kann man so sagen. Dann müsst ihr halt dem großen Bruder rufen und dann kommen wir ins Spiel. Ich verstehe. Da wir vom Equipment her so ziemlich, naja, wie soll ich sagen, einen Vorteil haben. Ja, habe ich bemerkt. Ist das Benutzen einer langen Waffe bzw. einer Schusswaffe generell so ziemlich das Letzte, was wir machen, außer wir sind dazu gezwungen. Ich verstehe. Denken Sie, das kriegen Sie hin? Natürlich. Schießen ist doch keine Lösung. Okay, dann würde ich meinen, ja. Ist das hier euer Stützpunkt? Nein. Den Stützpunkt werden Sie heute noch nicht kennenlernen. Okay. Der Stützpunkt ist geheim und auch den Bürgern nicht bekannt. Wichtig, denn nicht mal der Polizei. Genau. Ich verstehe. Kriege ich auch so eine nette Uniform? Ja, natürlich. Das sieht ja nice an. Sind Sie gut im Fahren? Haben Sie gute Kenntnisse? Ich bin Profi beim Fahren. Dann können Sie sich doch mal in dieser S-Klasse da setzen und uns zeigen, was Sie drauf haben. Natürlich, Alter. Mit mir seid ihr in Hand umdrehen. Mit höchster Sicherheit an den Ort, wo ihr wollt. Natürlich. Sie möchten nicht durch die Windschutzscheibe fliegen. Ach Quatsch, Mann, ich bin Profi. Ich war eine Zeit lang bei Formel 1 vertreten. Oh, was ist das denn für ein Gefährt? So heilige Scheiße. So, wollen Sie denn gehen? Zum Bekleidungsladen. Okay, dann geht's los. Wollt ihr schnell da ankommen oder langsam? Am besten das gesund ist... und heile. Verstehe. Oh, verdammte Scheiße. Mein Gott, die Leute haben die Absperrung nicht weggemacht. Warum qualmt das Auto denn? So, sicher. Oh, verdammte Scheiße. Nein, das war geplant. Habt ihr gesehen, den Seitenhieb, damit ihr wisst, was ich für Fähigkeiten habe? Kollege, musst du aufpassen. Wegen dir ist jetzt mein Auto kaputt. Mein Gott, ich muss das Auto kurz reparieren, weil der Kollege draufgefahren ist. So, dann wollen wir mal. So, wir sichern erstmal ab hier. Ich glaube, du siehst das gar nicht ab. So, Jungs, dann wollen wir mal. So, dann müssen wir so eine Maskierung noch, ne? Richtig. Und die Waffe nicht vergessen, ne? So. Oh, Kollege, da warst du wohl nicht angeschnallt. Dann steig mal ein. Alles gut, Mann, ich habe alles unter Kontrolle. Drift. Das hier. Richtig. Wollen Sie auch so eine coole Tasche, wie wir haben? Können cool. Sie Ihre Kleinigkeiten reinpacken? Ja klar, warum nicht? Wo ist die? Oder vielleicht ein Bombenentschärfungskit. Wo ist denn die Tasche? Da müssen wir nochmal fahren kurz. Ich gebe Ihnen mal ein Funkgerät. Was ist das denn für eine Schindlochtasche? So, und jetzt? Sind wir fertig? Die Waffen. So, Jackson, dann dürfen Sie gerne zu mir kommen und das nehmen, was Sie brauchen. Alles? Wenn Sie alles brauchen, können Sie das gerne nehmen, ja. Okay. Ne, ich brauche nur ein Karabiner und ein Ding. Aber wo ist denn die leichte MG? Also ich meine die G36C. Ja, genau. Ja, die ihr auf dem Rücken habt. Wollt ihr mal... Ja, genau. Ist das die nicht? Also... Das ist ein M4-Karabiner. War das hier eben, oder wie? Genau. Achso. Das hört sich ja nice an, würde ich mal sagen, Herr Officer. So, dann bitte ich euch mal zusammenzukommen. Was ist der Funk? Das wird einmal die Nummer 9. Passen Sie auf mit Ihrer Waffe. Mhm. Also, was machen wir? Ich denke, eine Razzia wäre fällig. Ich frage mal bei der Polizei kurz an den Punkt. Machen Sie das kurz. Dann würde ich sagen, wir werden einen Hubschrauber auf jeden Fall benutzen. Dann werden wir auf jeden Fall noch eine G-Klasse mitnehmen. Und ich denke, eine S-Klasse. Und das reicht. Wer möchte im Helikopter sein? Ich kann gerne fliegen. Ich habe eine Ausbildung als Pilot, wie ihr eben bekommen habt. Also ich bin eher lieber am Boden. Ich würde gerne die... Jungs dort die Hölle heiß machen. Okay, würde dann ihr zwei in den Helikopter gehen? Ja. Ja, können wir machen. Die Polizei hat uns durchgefunkt, dass eine Familie mal wieder dran wäre. Und zwar geht es um die Imperial-Mafia. Wir würden uns im Safe House treffen und von dort würden wir die Operation starten. Kennen Sie die Imperial schon? Oh, habt ihr Money? Herr Jackson. Ja. Habt ihr Herr Jackson, was ist denn Ihr Codename? Mein Codename? Ja. Mein Codename ist Hans. Hans. Ja. Dann würde ich so sagen, wir gehen einmal ins Hauptquartier, bereiten uns vor.
Dann legen kommt wir los. Der Neuling mit oder was? Der Neuling? Ja, da, Sie meinen, Sie meinen ins Hauptquartier. Genau. Ich denke nicht. Dann würden wir in circa 2 bis 3 Minuten wieder hier bei Ihnen sein. Ich bitte Sie noch hier mit Hans zu bleiben. Alles klar, wird gemacht. Sehr schön, der Rest Abfahrt. So, was machen wir jetzt? Boah, ich hab Hunger. Soll ich Essen geben? Hans, also nichts für ungut. Also ja. Ich habe schon viele Schüsse abbekommen, aber ich glaube, wenn du die Waffe weglegst und dann dein Telefon benutzt, ist es, glaube ich, sicherer für uns alle. Ja, habe ich gemerkt. Okay, mache ich. Was habe ich denn hier noch? Gibt's hier was im Kofferraum? Ich habe Essen. Ich kann dir Brot geben. Ja, würde ich eins nehmen. Ich kann dir 5 Stück geben, komm. 5 brauche ich nicht. Ja, ist nur Wasser, 5. Wird schon mein Bester. Lass es schmecken. Dankeschön. Ich habe 4 Bitcoins. Ich habe 29. Kann ich die haben? Konfisziert. Ja, sie können sie dann später auf jeden Fall im Hauptquartier in Tresor reinpacken. Sind da alle konfiszierten Bitcoins? Ich denke, also die werden jeden Tag abgeholt von der Regierung. Und ich weiß nicht, wenn die Kollegen den Rest natürlich reingetan haben, sollte da was drin sein. Okay, ansonsten dann tue ich meine gleich auch rein. Genau. So. Oh, fuck. Nein, hast du Muni? Oh. Muni habe ich, ja. Mann, das ist ja richtig belastend. Dieses Funkgerät springt ganz an. Was ist das für ein Scheiß? Auf welchen Finger hast du denn dein Funkgerät? Auf dem 2. Finger? Ja. So, und dein Rucksack öffnest du mit dem I-Muskel? Nee. Auch mit dem 2. Finger. Ach so. Dann kannst du ja vielleicht deine Finger brechen und das auf den I-Muskel legen. Ja, dann ja, okay. Ist es angenehmer. Ich breche mal meine Finger. Ja, okay. Ich habe meine Finger gebrochen. Jetzt funktioniert okay, alles besser. Was machen wir jetzt? Ja, wir machen jetzt eine Razzia. Ja, was stehen wir hier? Wie sieht's denn aus? Habt ihr uns verarscht oder was? Nein, nein, wir kommen jetzt. Ja, besser ist es. Das habe ich auf jeden Fall schon mal schneller erlebt. Ja, Sie müssen natürlich verstehen, das ist natürlich nicht böse gemeint. Es geht auch um Ihren Schutz und auch um unseren Schutz, dass wir natürlich das Hauptquartier nicht offenbaren können, bis Sie die Probezeit erfolgreich absolviert haben. Okay. Fear for real life. Du rennst den ganzen Tag so mit einer Waffe rum, mit so einer... Die haben noch ein bisschen warm, oder? In dieser Kleidung. Ganztagmaske. Oh, ich mit dem Vogel. Was ist das denn für eine Maschine? Lass mich landen, müssen wir noch ein bisschen üben. Der Vogel ist gelandet. Ich glaube, es waren gestern 2 Whisky zu viel, oder nicht? Fremdjam. Der Einsatzplan ist wie folgendes. Einmal schnell rein und raus. Wie bei der einen oder anderen Schwester hier im Start. Dann ist das Ding durch. Sehr schön. Ihr wisst alle, wo wir hingehen. Richtig. Rechnet auf jeden Fall mit einer Antwort, auf jeden Fall. Die werden uns nicht freiwillig die Türen öffnen. Sollten wir da reingehen, muss ich euch sagen, achtet bitte auf eure Umgebung und geht einfach nicht in die Räume, in die engen Zimmer alleine rein, sondern immer zu zweit bitte. Okay, dann weiß jeder, wo er hin muss. Ja, aber unser Kollege J hat noch keinen Rucksack. Also was ist denn der Plan? Werden wir irgendwas verhandeln oder wird da direkt reingestürmt? Da wird da einmal reingelaufen. Und was machen wir mit den Leuten, die festnehmen? Und was, wenn die Waffen in der Hand haben? Ja, dann wissen sie, was zu tun ist. Wenn, nicht in den Kopf schießen am besten. Nicht in den Kopf? Okay. Genau. Weil ich wenn sie sich mit Waffengewalt wehren möchten, dann werden sie auf jeden Fall mit einer Antwort von unserer Seite rechnen müssen. Gut, wer fliegt den Vogel? Ich kann fliegen. Ich habe eine Ausbildung als Pilot. Ich flieg nicht. Dann würde ich sagen, Hans und Coco, dann wollen wir ihr mal. Könnt in den Vogel, dann treffen wir uns. Alles klar. Ab geht's. Steig mal ein. Kriegst du das mal hin jetzt? So, wohin fahren wir? 5012. So, ich muss mal kurz gucken. In die Räder einfahren, ja? Die Räder einfahren? Ja. Ist das ein neues Modell? Ich weiß gar nicht. Mit dem G-Muskel. Ach so, ja klar. Ich wollte nur wissen, ob sie auch... Ich dachte, sie sind Pilot. Natürlich. Ich wollte nur wissen, ob ich hier jemanden dabei habe, der auch die Information hat. Wollte sie testen? Okay. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken erstmal, ob da überhaupt Leute sind. Okay. Leider haben wir die Fallschirme, glaube ich, vergessen, ne? Die Fallschirme? Das kann sein. Wäre krass gewesen, wenn wir von unten runterspringen dann auf die Köpfe von denen. Wo werden wir denn landen? Ist das Anwesen von denen? Ja, das da unten ist das Anwesen, richtig. Okay, jetzt müssen wir nur sagen... Der Vogel fliegt übers Anwesen. Sehr schön, noch kurz warten, wir sind gleich da. Die Lage abchecken, sagst du? Ja, erstmal die Lage abchecken. Die 77 und die 78 braucht noch... Oh, da ist sogar ein Landeplatz, wie ich mitbekommen habe. Ein Auto befindet sich auf dem Anwesen. Zwei Autos sind gesichtet. Ich glaube, aber unsere Leute sind noch nicht da. Ich würde lieber empfehlen, auf dem Dach zu landen, was sagst du? Ja, aber ich würde erstmal warten, bis die Leute da sind. Ja, ich meine ja, wenn wir landen. Da hinten kommen unsere Kollegen. Ah, da ist noch ein Motorrad. Unten sind Motorräder, also könnte sein, dass da Leute sind, aber noch keine Person gesichtet.
Wir gehen auf die Landung auf dem Dach zu. Sehr schön, die Reifen auch rausgefahren. Sehr schön. Natürlich, was denkst du denn von mir? Ja, lange Erfahrung. Da ist eine, Person? Falls oder was ist das? Jemand noch Ausrüstung braucht, in der G-Klasse befinden sich noch sämtliche Dinge, die man benötigen könnte. Geh vorsichtig. Wir würden die Herren einmal bitten, höflichst rauszukommen. Wir sind auf dem Dach gelandet. So, dann wollen wir mal. Ja, sichert bitte vom Dach aus ab. Noch keine Schusserlaubnis, richtig? Passt auf, noch keine Schusserlaubnis. Passt auf, dass nicht auf uns geschossen wird und schaut auf die Umgebung. Alle bereit? Soweit bereit. Ja, ich bin auch bereit. Dann klopfen wir mal an der Tür, oder? Wir klopfen mal an. Ding-Dong! Hände sofort! Schritte, ich hab Schritte. Hände hoch! Waffe weg! Was ist denn von unserem Im Haus, hier vor mir! Einmal Hendo! Schusssichere Hendo. Westen! Schusssichere Fenster! Polizei, einmal öffnen bitte! Warte. Die haben sich mal barrikadiert, wir müssen die rauslocken, Jungs. Jungs, wo seid ihr denn genau? Ich komm nach, die Fenster sind kugelsicher. 5-12. Ach du Scheiße, wie viel sind das? Das Gebäude ist umstellt. Also, egal wo sie raus wollen, sie kommen nicht raus. Ah, Mann. Das geht nicht. Das sind schusssichere Westen. Hat niemand einen Dietrich dabei, um die Türen zu knacken? Oder ein bisschen Sprengstoff? Ich tatsächlich. Es gibt kein Entkommen! Okay, wir müssen den anrufen, dass wir mit Gewalt kommen. Wartet. Ich würde sagen, lasst uns versuchen, erstmal mit denen zu reden. Vielleicht kommen die ja freiwillig. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns erstmal mit denen versuchen zu reden, komm. Ergebt euch! Ergebt euch und wir klären die Sache. Ergebt euch, ansonsten müssen wir es anderweitig klären. Das Gebäude ist eh umstellt. Ergebt euch! Es gibt kein Entkommen! Ergebt euch, ihr kommt lebend aus der Sache raus. Mit 20 Jahren Mofa ist er am Rumbrüllen. An der Straße waren noch Fußballfahrer. Ergebt euch! Alter, können wir die Tür nicht aufknacken? Doch, wir haben Dietrich dabei. Alle auf einmal. Klopf, wir sind da. Kollegin, hört ihr mich? Kollegin da drinnen, hallo? Hallo. Ja. Wir sind da. Macht ihr mal auf? Wir wollten ein bisschen plaudern mit euch. Ein bisschen reden. Ja, natürlich. Nur reden, wenn nicht. Kannst du mal bitte aufmachen, damit wir uns mal ein bisschen unterhalten können? Eventuell? Nein, keine Waffen. Was denkst du denn von uns? Kannst du mal bitte einmal aufschließen? Nein, tut mir leid. Ich hab gerade kein Schlüssel bereit. Wie, du kannst nicht aufschließen? So, gehen Sie zur Seite. Ich spreng auf. Sonst müssen wir es aufspringen. Das wollen wir ja nicht. Wollen Sie das? Wir haben Waffen draußen. Oh, tut mir leid. Ich hab kein Schlüssel, Herr Mann. Ihr wollt, dass wir die Türen aufspringen, oder wie? Oh nein, ihr könnt die auch zulassen, kein Problem. Ja, auf eure Verantwortung. Also, Ladung ist platziert, bitte zur Seite gehen. Warte, bevor du das sprengst. Letzte Chance. Wollt ihr das mitreden? Eventuell? Tut mir leid. Okay, kannst die Scheiße sprengen. Drei Personen sind ganz links im Haus. Hast du die Ladung platziert? Ich benötige noch eine Unterstützungseinheit hier. So, einmal hier nach hinten. Lass den Kollegen erstmal helfen, oder? Ja, natürlich. Wo ist er? Wo sind denn die drei Leute? Also, ihr könnt doch gehen, Mann. Da ist kein Problem. Ich geh rein. Eins, zwei. Beide Türen sind aufgesprengt. Alter Schwede! Alter, mit denen ist ja kein gutes Küchenessen, wie ich mitbekommen habe. Zieh mal kurz eine Weste. Ab zur nächsten Weste. Ah, da ist eine unsichtbare Wand, passt auf. Die haben schusssichere Fenster. Die Wichser, Alter, ich hab mich schon gefragt, Alter, was da abgeht. Passt auf, Alter. Ihr miesen Wichser, hä? Wie geht's dir da drinnen, gut? Geht's euch gut da drinnen? Habt ihr Spaß, wa? Ihr miesen Arschlöcher. Kollege, wo sind die? Die sind hinten in den Räumen drin. Ja, das ist. Oh Mann, ey! Es ist genug Blut geflossen. No, ihr könnt doch einfach gehen. Kein Problem. Mein Gott, macht Platz! Geh mal da weg, Kollege, lass mich mal in die Ecke. Geh mal da weg. Pass auf, es ist eine unsichtbare Wand. Rechts auch? In die linke Tür, direkt vor uns. Die allererste linke Tür ist unsichtbare Wand vor. Ich verstehe. Und rechts ist keiner mehr? Rechts ist einer. Doch, rechts sollte noch einer sein. Rechts ist einer und links ist wie viel? Links unten ist einer und in der rechten Tür sind zwei. Ah, ich verstehe.
Unten sind auch. Mal scheiß drauf. Klauf, Klauf, ich bin hier! Ich übernehm das! Ich bin hier, angeklopft komm ich! Ruhig mit den jungen Pferden! Aber verdammte Scheiße! Hey, lass mir auch noch was übrig! Ist hier jemand drinne? Mach das mal auf. Dietrich ist durch. Ihr kleinen Spielo-Junkies hier. Ist das Gebäude clear? Soweit ich weiß, ja. Checkt nochmal draußen alles ab. Schaut mal in den Räumen nach. Ich glaube, die Lage ist sauber. Kollege! Lebt er noch? Weiß ich nicht. Ja, hier. Oh, Julius Caesars Statue, wie ich mitbekommen habe. Dafür, dass die nur Pistolen haben, hatten die schon was auf dem Kasten. Naja. Darf mein Name. Aber wir müssen einsteigen, wir müssen los. Oh, fuck, Alter. Hab ich einen getroffen? Hab ich einen getroffen? Ey, Junge, hab ich dich gerade getroffen? Hallo? Hallo? Wurdest du gerade getroffen? Ja. Echt? Ja. Verdammt, war ich war ja nicht ja, extra. Oh Mann. Ich hab gedacht, da sind keine. Ey, Samu, werde jeden Tag von meinem Bruder geschlagen. Was soll ich tun? Bruder, die Tür früher aufmachen? Oder ihn einen heißen Kakao bringen zum Morgen? Oder dein Taschengeld ihm abdrücken? Wäre noch eine Option. Bei Mami und Papa niemals petzen, egal was ist. Wäre auch eine Option. Und ihm vielleicht seine Hausaufgaben machen, wäre auch Option, Bruder. Oder seinen Schulranzen tragen, wenn er auf die Schule, in die Schule läuft. Irgend sowas. In der Art, es wird dir wahrscheinlich weiterhelfen. Sowas in der Art. Was du definitiv nicht machen solltest, davon rate ich dir sehr ab. Ich rede von eigener Erfahrung. Du solltest niemals bei Papa petzen. Das solltest du niemals machen. Weil irgendwann ist Papa Mama weg. Dann wird dir der Popo versohlt. Das willst du ja noch nicht, oder? Hey, Mathe, gerade Mittagspause oder was ist das? Ah. Schnauze halten. Sonst hole ich meinen Dödel raus, wollen wir ja nicht. Na, ich denke, wir werden sie jetzt ein bisschen befragen. Befragen? Haufen Scheiße, Brille runter, wenn du mit mir redest. Oh, ich kann nicht, ich bin gefesselt. Hab ich schon für dich erledigt. Wo wollen wir den befragen, den Herrn? Also. Was ist denn mit dem Kollegen, Alter? Ist er von Dämonen besessen oder was ist da los? Kollege Spo, ich bitte Sie, den Verdächtigen hier einmal mitzunehmen. Und sage, gehen Sie nach oben, nehmen Sie die Personalien auf und dann schauen wir weiter. Dann schauen wir mal nach dem Personal. Der Rest hat sich auf jeden Fall den Feierabend verdient.